Jo Leute und herzlich willkommen zu Ich habe kein Bock und will einfach nur noch Pen-Edition von einer Folge mini Warrior contest Heute ein Mini von Extra-TNT, obwohl in der Mail als Erbauer bauer Extra-TNT steht. Also vielleicht hat der Junge sich da auch Verstärkung geholt, keine Ahnung. Oder er kann einfach nicht mal seinen Namen schreiben. Wer weiß das schon so genau? Um, jo, im Regelwerk steht, dass eine Kanone mehrere Läufe brauchen darf, habe ich umgesetzt. Wichtig ist, weil im Mörsermodus gibt es keinen Auto-Delay. daher muss man da manuell das Delay umstellen. Und die allerwichtigste Nachricht, die hier ich auch mal gerade einblenden möchte, diese. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Verwackelter Rundflug ist auf jeden Fall on fleek. Tech in der Seite ist da. Tech in der anderen Seite ist da. Tech in der Rückseite, ja, ist nicht da, aber man sieht Tech aus der Rückseite. Dach ist da. So der halbwegs Design, krass. Ja, ich finde das Design eigentlich ganz cool, obwohl es ziemlich flach ist. Aber immerhin so die Struktur mag ich. Ähm, und ich befürchte, dass das hier der Eingang ist. Also krabbeln wir einfach mal durchs Frontdesign. Weil warum auch einen richtigen Eingang bauen? Ne? Das ist ja auch nur für Lappen, glaube ich. Von daher krabbeln. Alter, das ist so mit der räudigste Eingang, den ich bis jetzt gesehen habe. Na gut. Jetzt sind wir auf dem Dach und jetzt können wir von oben hier reingehen irgendwie. Naja, gucken wir erstmal, was wir hier oben machen können. Dann lege ich das mal oben da. Gucken wir mal. So viel also, ja. Passiert ja einiges durch den Hebel. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter runter. Okay, Stop ist nicht an oder so. Hier haben wir auf jeden Fall Mörser. Drei Stück an der Zahl. Also ihr seht, Redstone geht, das liegt jetzt nicht an mir. Hier oben haben wir drei Mörser. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob der andere Hebel auf dem Dach irgendwas bewirkt. Ich meine, hier geht irgendwas an. Ah, der macht was. Na, siehst du mal. Hätten wir mal den anderen auch angesteuert. Das wäre doch was gewesen. Egal. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Artischild mit Bow -Stands. Wunderbar. Und die Mäuse haben wir schon gesehen, also gehen wir einfach mal weiter runter. Oh, hier ist eine Brücke. Da können wir uns erstmal reinsehen. Hier ist ein Ausguck. Ich glaube, es ist auch kein. La nee, davon ist ja Glas. Okay, ist kein Lauf von irgendeiner Kanone. Was haben wir hier? Scheinwerfer, wahrscheinlich nur die Hälfte. Die andere Hälfte werden wir vielleicht auf der anderen Seite finden. Oh ja, das sind meine Lieblingsscheinwerfer, die man mit zwei Hebeln auf so 20 Meter Entfernung anmachen muss. Wahrscheinlich hier Alarme und Brückenverriegelungen, Wunderbar. Eine absolute Minimalbrücke, aber ich würde es auch nicht anders bauen. Also von daher. Jo, nice. Was haben wir hier unten? Ich finde auch geil, wie die Gänge hier gemacht sind. Ich meine, es ist wahrscheinlich auf maximale Panzerung gedacht. Aber ja, es ist schon etwas beengend, wenn man hier in 2x1-Gängen sitzt. Okay, was haben wir hier unten? Ähm, Lupfstichs, Wo man. Ähm, lupfen, also lupfstechen, dann stechen kann. Stich macht das Ganze, wenn hier oben die Lampen an sind. Kein Stich macht das Ganze, wenn die Lampen nicht an sind. Wunderbar. Ich würde sagen, haben wir auch alles gezeigt. Hier unten kommst du gar nicht raus. Nö, musst du wieder nach oben klettern. Gut, bisschen beengt kommt mir das Ganze vor, aber passiert. Wenn der Damage jetzt sitzt, dann sitzt der Damage jetzt. Immerhin, ne Jungs, das ist eine alte Weisheit. Die haben schon, hat schon Platon so gesagt. So. Da haben wir auch einen Testblock, da können wir jetzt drauf schießen. Ich würde sagen, ich belade gerade mal alle Kanonen und dann schauen wir uns mal den Damage an. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal mit den Luftschlichts an, weil ich nicht weiß, ob die in den Mörser-Damage schießen. Und ich denke, da ist interessant, sich den lumpfstich damage anzugucken. Von daher zünden wir die alle mal hier so. Perfekt. Okay, nein, die treffen gut. Damage, können wir mal welches am tiefsten kommen. Die hier zählen wir mal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh damn, und der 13. Block tatsächlich zwei Blöcke angekratzt. Also krass. Ja, nee, also trifft gut die Luftschichts. Treffen auf einer guten Höhe. Ich denke nämlich, die Mörser werden da drüber treffen. Viele bauen es ja leider so ein, dass irgendwie die Luftschichts genau da treffen, wo die Mörser treffen. Das ist ein bisschen unnötig, aber hier wird man wahrscheinlich 3-punktiert Damage machen können. Wir schießen gerade mal die Mörser ab. Wo kommt man hier nochmal rein? Hier. Wunderbar. Irgendwas, irgendwie mag ich es, dass all seine Kanonen mit Knopf funktionieren. Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so ein effektiver Vorteil, aber irgendwie mag ich das halt. Es gibt Disco Wüste plus Bonuspunkte. Jeder weiß, Disco Wüste plus Bonuspunkte sind die besten Punkte, die man haben kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Laber mir noch keine ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah. Aber hier 13. Und zwar richtig. 13. Ja, das ist gut eingestellte Mörser, würde ich mal callen. Ähm, pasten wir mal neu, Jungs. So, ich habe mal alle auf Stich umgestellt und jetzt schießen wir die ganzen LS nochmal ab. Dann können wir uns da auch nochmal den Damage ansehen. Das ist schon irgendwie geil, wenn so neun Stich in so einem Mini sind. Dann ist die Freundschaft ziemlich zerberstet. Da brauchen wir bei normalen weges mindestens zwölf Stiche. <laughs> äh, bisschen verhustet, ne? Ähm, können wir nochmal den mörser gerade ausprobieren? Dazu muss man einfach das Delay abbauen und ich zeige es mal exemplarisch bei einer Bei einer und dann machen wir mal. So, dann ginge man praktisch hier hin, wäre ja eigentlich unbeladen. Und würde einfach das Delay zerbersten. Wenn man dann doch wieder aus irgendeinem Grund mit kurzem Delay schießen will, hat man halt ein Problem, aber ansonsten. Und irgendeine coole Zündung drin, oh ja, tatsächlich. Ja, also wahrscheinlich wäre der Damage jetzt cooler gewesen, wenn nicht darunter schon 10.000 Stiche, aber man hat dann halt einen Börsermodus und würde sich da graben. kommen. Wir machen das bei den anderen gerade auch mal so. Die anderen beiden auch mal umgestellt. Schieße ich auch gerade mal ab. So, ja, da ist halt schon der drunter. Aber man sieht, das gräbt sich hinten rein, würde sich dann da hinten runtergraben. Auf jeden Fall, naja, sind halt Mörser so. Okay, ich würde sagen, wir durchleuchten das Ganze mal und können uns den Damage ansehen. Auch wenn es jetzt jetzt nicht ultra innovativ ist, gefällt mir einfach irgendwie so, wie das das Ganze abdeckt. Mit den neuen Stichen und so weiter. Das ist mal, da wurden nicht nur vier Kanonen eingebaut und so gedacht, oh, das wird schon alles treffen. Da wurde mal solide dafür gesorgt, dass der letzte Block hier auch noch ausradiert wird, meine Freunde. Das ist das Prinzip, das man an den Tag legt. Da bin ich schon mal ein Fan von der Herangehensweise auf jeden Fall. Ja, also man sieht, hier vorne wächst kein Gras mehr. Ähm, Problem ist halt, naja, was heißt Problem? Ich denke mal, wenn man mit der LS durchschießt, auf welcher Höhe hat die denn getroffen? Das kann ich die hier gar nicht mehr unterscheiden. Ungefähr hier so. Ja, da könnten theoretisch noch Kanonen drüber leben. Ganz knapp, aber nur. Das heißt, angenommen, du hast nur noch deine untere Ebene, wird schwer, aber nicht unmöglich, den Gegner da zu zerbersten. Ich denke mal, wenn man nochmal mit den RS schießt, werden die auch nochmal ein bisschen weiter oben treffen. Und unten, ja, schießt man den Gegner halt weg. Und umgekehrt mit der oberen Ebene kann man auch ganz gut eben die untere zerstören, weil es eben Mörser sind. Yo, so haben wir das hier, so haben wir das Design. Und ihr könnt jetzt oben bei der Infocard erstmal abstimmen, welche Not hier diesem Wickel gegeben. So, und wir kommen mal zu meiner Bewertung. Diesmal, Leute, heute könnt ihr nicht von mir erwarten, in der Verfassung, dass ich mir da irgendwelche alten Videos von mir angucke, um möglichst irgendwelche Referenzwerte zu haben, damit es im Verhältnis zu irgendwas bewertet wird. Diesmal mache ich das Ganze mal aus dem Bauch raus. Wird kampfkraftmäßig ist es halt nicht das Innovativste, was du bringen kannst, und Mörser und LS anzutreten, aber irgendwie mochte ich dir sowohl die Mörser als auch die LS. Guckt euch mal, das zählt jetzt übrigens nicht in die Bewertung, was ich jetzt sage, aber ich feiere die Läufe hier von einfach da unten Lauf und da oben Lauf. es zwar schon der 1.7, dass man LS-Läufe so baut, aber wurde irgendwie seit Ewigkeiten wieder nicht mehr umgesetzt und ich finde das auf jeden Fall ganz cool, dass das so gemacht wird. Ja, Jungs, gehen wir eine solide 2 oder ist doch auf jeden Fall, ja, warum nicht? Technik-Skill. Folgende Angelegenheit, wir haben ein schild und wir haben LS, die ja auf jeden Fall solide gebaut sind. Mörser sind nicht so gut gebaut, weil du im Prinzip das Delay abbauen musst, damit du halt Mörsern kannst. Das kann man technisch eleganter lösen. Ähm, was geben wir denn da? So, hm. Hm. gehen wir mal irgendwie eine 3 oder so. Ja, keine Ahnung, was auch immer. Sorry, Leute, heute die Bewertung nicht ganz so begründet, detailliert und differenziert wie sonst. Aber wie gesagt, ich bin äh, etwas müde. Aber nun gut, Design. Ich weiß nicht, ich mag das Design. Man kann schlechtere Designs in zwei Blöcke packen, auf jeden Fall. Ich meine, es sind ja nur zwei Blöcke außen. Da kann man auf jeden Fall, dafür, dass das nur so dünn ist, kannst du auf jeden Fall härter verkacken vom Design, sage ich mal. Insgesamt gefällt mir das von der Blockwahl und so schon ganz gut auf jeden Fall. Aber wenn man mal fair ist, sind halt auch nur zwei Blöcke. Der innerste Block wurde einfach komplett grau replaced und außenrum wurde irgendein weißes Muster gebaut. Das ist jetzt designtechnisch nicht gerade die Ultra-Leistung. Nur weil es mir persönlich gefällt, kann ich ja keine Bonuspunkte geben. Also ich kann es schon, aber vielleicht sollte ich nicht. Irgendeine innere Gerechtigkeitsstimme sagt, ich sollte nicht, während die restliche Disco ist der übergänge macht sowieso was, er welche Stimme sagt, gib doch was du willst. Ähm, ja, designtechnisch kann man das auch veranläufen, könnte man wieder werten. Bisschen Tech ist außen drin. Ja, was geben wir da? Hat der Jungs schönes InDesign? Ah, oh, ne, hatte diese übel beengten Gänge, ne? Normalerweise würde ich sagen, es ist übel kastig, aber gerade noch so, dass es freigeben wird, irgendwie 4, aber mir gefällt es schon selbst ganz gut, also geben wir mal eine 3-. Ich denke, damit ist der Junge gut bedient. Weil es ist halt im Prinzip ein Kasti. Aber ein schönes Kasti. Daher eine 3 Yo, 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 Double Peace, Tanzverbot, Merch coming soon. Das war's von der Folge. Das hat keinen Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe. kauf, kauf mein Merch kann ich nicht sagen. Ich habe keinen, aber lasst dafür doch mal wieder einen Daumen nach oben da, Jungs. Ihr habt nachgelassen. Abonniert meinen Kanal 10.000 Mal und äh, teilt ihn auf MySpace. Yeah.